Und dann gibt es noch einen Knopf, da schalte ich mich dann ganz ab, aber das mache ich jetzt nicht. Gut, super. Und Paula, bist du da? Ja, es wird auch verglichen. Das sind aber dann zwei Sachen, die verglichen werden, die nicht gleich sind. Ne? Und Paul, in der Pause, da kannst du dann echt so richtig auch sehen, was so an Bewegung im Pausenhof oder in der Pausenhalle so abgeht. Ja. Super. Hast du da eine lange Einarbeitungszeit gebraucht dafür, dass du mit dem Gerät arbeiten kannst? Nee, eigentlich nicht. Wir haben es hier schon einmal getestet mit dem Herrn Frisch und das ist eigentlich auch gar nicht schwer. Manchmal geht der Kontakt weg, wenn auch kein WLAN ist, aber ansonsten funktioniert er einwandfrei. Und wie lange ist da die Akkulaufzeit? Wie lange kannst du am Stück da beteiligt sein? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also wenn er ganz voll ist, dann kann ich 6 Stunden als Schulstunden auf jeden Fall da sein. Der Roboter kann ein Gesicht machen, das überlegt. Moment. So. Ein lachendes Gesicht. Ein trauriges Gesicht. Er kann sich melden, das blinkt dann so oben. Und wenn ich mal kurz eine Pause brauche oder es mir zu viel wird, dann mache ich einfach einen Schlafmodus ein und dann leuchtet der Kopf so blau. Und dann gibt es noch einen Knopf, da schalte ich mich dann ganz ab, aber das mache ich jetzt nicht.